So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei Big Ambitions und die haben wir nach wie vor. Wir haben jetzt hier schon mal Kassentheke, Einkaufskörbe und so weiter bestellt. Für den Supermarkt dann nachher. Das bringen wir in den Wägen. So, der ist jetzt aufgeschlossen, stark. Gänsehaut. Dann fahren wir. Wo ist denn unser Supermarkt? Hier ist er, ne? Ah, das passt ja ganz gut. Der ist ja sogar in relativ Nähe von unserem, von den ganzen Einkaufsläden hier. Das passt ja dann sehr gut. Guckt euch an, Imperial Foods. Ach ne, das ist ja gar nicht. Das ist so. So, ich würde sagen, wir machen hier. Alle klar, die Einkaufskörbe, die kommen hier in den Eingangsbereich, das ist ja klar. So, wir müssen nachher mal. Das müssen wir am nächsten, also hier im Spiel am nächsten Tag sozusagen machen. Wir müssen mal hier gucken, da gibt es ja diese Absperrgedingse. Dass wir da so einen vernünftigen Ein- und Ausgangs. Ich sag mal, so einen vernünftigen Ein- und Ausgangsbereich machen. Wo wir dann die Kassen sozusagen, wie das dann vernünftig geleitet wird. Ich denke mal, zwei Kassen bei der Größe des Ladens sind angemessen. Machen wir eine Kasse hier. Die andere Kasse machen wir dann so, ne? Kommen die Leute da jetzt noch dann rein? Wobei die Mitarbeiter, die spawnen da ja eh, aber wir könnten da sogar noch reingehen. Perfekt. Hier kann man auch noch rum, das heißt, hier können. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir als letztes noch das Design vom Laden hier schnell und dann gehen wir zurück zur Wohnung und gehen schlafen. Die Wandfarbe, wie gesagt, die lassen wir auch in unserem klassischen Türkis. Das ist so unser Markenzeichen, würde ich fast schon sagen. Und vor allem finde ich, sieht es tatsächlich ganz gut aus, also. Gefällt mir wohl. Ist eine schöne Farbe. Ein schönes, saftiges Türkis. So, Fußboden in einem Supermarkt. Klar, da machen wir jetzt natürlich keinen Parkettboden. Da lassen, ich glaube, hier so ein weiß gefliester Boden. Der sieht sogar ganz gut aus. Für den Supermarkt. Ja, passt, würde ich sagen. Dann lassen wir hier noch kurz, dann machen wir das mit dem Logo noch schnell. Auch da würde ich sagen, machen wir vielleicht diesmal tatsächlich sogar. Ja, das passt doch. Schauen wir uns noch von außen entsprechend das Schild an. Schilddesign. Da habe ich festgestellt, dieses Schild 13 gefällt mir am besten. Dann mit hellroter Farbe. Das sieht schon cool aus, finde ich. Doch, das gefällt mir sehr. Wo bin ich? Okay, also wie gesagt, nächsten Tag machen wir trotzdem. Das war jetzt ja nur so ein Ausreißer, weil wir, wie gesagt, keine Zeit mehr hatten. Nächsten Tag gehen wir auch trotzdem auf jeden Fall wieder zurück zum Scotties Einkaufsladen da. Da hätten wir auch einfach direkt da parken können, ne? Und kaufen weiter die restlichen Sachen fürs Büro ein. Dann haben wir das mal nicht schon mal fertig. Dann kann da demnächst direkt gearbeitet werden. Ach ne, wir wollen ja. Die Lebensmittel tun wir in den Kühlschrank. Okay, und dann gehen wir. Quatsch. So, wir schlafen mal so bis 7:30. Ist ja dadurch, dass wir den nächsten Supermarkt haben, haben wir eigentlich ja durchgehend freies Essen, ne? Also frei nicht. Aber wir haben dann keine Probleme mit Essen, weil wir einfach durchgängig was haben. Wir sitzen sozusagen an der Quelle, Freunde.
Also das Einzige, was ich mir wünschen würde, aber das ist vielleicht auch Quatsch, ist, dass das Auto keinen Schaden nehmen könnte. Weil ich würde gern... Weil ich mag es nicht, hier die ganze Zeit anzustehen. Ich würde gern einfach durchziehen. Ich habe auch festgestellt, man kann sich von den Läden was liefern lassen. Das werden wir jetzt mal gucken. Wir werden mal gucken, wie viel wir nachher noch tatsächlich fürs Büro bräuchten. Und ihr seht aber auch da oben bei der Summe, wir haben bisher noch, wir haben noch keinen Laden abgeschlossen. Also noch keinen Laden abgeschlossen. Wir haben auch noch gar keine Sachen eingekauft. Und trotzdem haben wir schon fast 100.000 Dollar ausgegeben. Also ihr seht, wie schnell das Geld hier fließt. Das heißt, wir müssen trotzdem auf jeden Fall einen Kredit nachher aufnehmen. Ich meine, das rechnet sich dann relativ schnell hoch. Gerade beim Supermarkt glaube ich, dass es doch sehr schnell gute Ergebnisse geben wird. Aber ihr seht halt, wie schnell das Geld hier rausfließen kann, ne? Na gut, wir kaufen halt bisher auch immer die teuersten Sachen. Das darf man auch nicht vergessen. Das darf man sicherlich auch an der Stelle auch nicht vergessen. Ach nee. So, was brauchten wir noch? Wir brauchen so einen Tisch auf jeden Fall. Vier Stühlen. Oh, wir haben. Okay, wir haben jetzt schon die zwei Sicherheitsmänner haben wir in Ausbildung. Dann haben wir drei Kundendienstleister-Ausbildung, eine Reinigungskraft. Das heißt, wir brauchen noch drei Kundendienstler und eine Reinigungskraft. Dann haben wir unser Personal erstmal zusammen. Okay, wir brauchen noch einen Stuhl. Dann nehmen wir, das haben wir schon. Dann nehmen wir so ein Grafiktablet mit. Dann nehmen wir vier Monitore. Ihr seht die Kohle. Aber wie gesagt, wir kaufen halt, also da bin ich auch ehrlich so, ich kaufe halt auch viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht kaufen müssten, aber die ich gerne haben wollen würde, weil es einfach dann cooler aussieht. So, wie gesagt, sowohl beim Essen als auch hier beim Zocken ist das Auge mit. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Monitor haben wir jetzt schon. Wir kaufen jetzt erstmal vier Laptop, dann, weil da weiß ich, haben wir noch keinen. Deswegen, also... Ich sag mal, so richtig schwitzen spielen wir jetzt hier nicht. Das gebe ich wohl offen zu. Aber das ist auch nicht meine Art. Also ich möchte hier einfach spielen, um Spaß zu haben, damit es cool aussieht, damit es cool läuft und so weiter. So, wir haben zwei. Okay, wir machen noch zwei. Also da bin ich wohl auch ganz ehrlich zu euch. Wem das nicht gefällt, wie gesagt, entweder gerne selber spielen oder sich drauf einlassen und genießen. Oder aber ansonsten auch, wie gesagt, gerne sagen, dass es einem nicht gefällt und dass man deswegen nicht mitguckt. Ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, niemand ist gezwungen. Aber mir gefällt es halt so und das ist dann letztlich auch in Ordnung, finde ich. So, wir haben eine Nachricht. Okay, ein Sicherheitsmann. Ach, da wollten wir auch drei haben, genau. Stimmt, weil wir wollen ja relativ lange, ich will wirklich tatsächlich gucken, deswegen habe ich auch extra gesagt, wir wollen keine Wochenenden und so weiter und so fort. Ach, das Auto ist voll. Na, egal. Dann fahren wir eben kurz zum Büro rüber. Also auch, wie gesagt, so direkt die Innenausstattung von dem Büro mit den teuren Wänden und Fußböden und so weiter. Muss man alles nicht machen, ist mir schon klar, das braucht alles nicht. Aber wie gesagt, mir gefällt es halt und darum geht es dann letztlich auch. Ist ja ähnlich so, ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel auf die Fußballreihe schaut, die wir spielen, hier mit Fußballmanager 13. Auch da ist es ja so, da kaufe ich ja auch Spieler, wo ich einfach sage, ja, die gefallen mir vom Flair, vom Namen, vom Spielstil. Und da gehen wir ja auch nicht nur rein auf die Werte und kaufen die Besten der Besten, damit es einfach dann passt, sondern ja, wir kaufen einfach der Nase nach. Und der Erfolg gibt uns aber auch recht, muss man ganz klar sagen. Also beim Fußballmanager sind wir sehr, sehr erfolgreich. Wer das auch gucken möchte, gerne reinschalten. Okay, da haben wir noch die Reinigungskräfte. Sehr gut.
Aber was ist denn mit den Kundendienstlern? Da wollten wir da auch noch welche. Wir brauchen ja noch 3 Kundendienstler. Das darf nicht vergessen werden, lieber Anderson Personal Service. Vorsicht! So, machen wir hier den Personaltisch hin. Den Besprechungstisch meine ich. Leite dich. So, fürs Büro haben wir jetzt tatsächlich das meiste eigentlich beisammen. Was ich gerade noch ausführen wollte, da bin ich hier unterbrochen worden von den Nachrichten, ist, dass ich auch einfach mittlerweile zu alt bin, um in so Spielen schwitzen zu wollen. Also ich will halt Spaß haben, ich will es auch irgendwie halbwegs gut machen, aber hier so wirklich richtig reinzuschwitzen, so, das ist einfach nicht mehr in meinem Fokus sozusagen, in meiner Energy. Sondern wir wollen einfach gemeinsam ein schönes Spielerlebnis haben und jetzt ist aber auch gut mit Rechtfertigung hier. Ich meine, letztlich hat niemand gefragt, ne? Muss man ja auch sagen. So, was wir auch auf jeden Fall noch holen aus dem IKEA nachher hier fürs Büro, ist so ein Laufband. Weil das kann man auch, das können wir auch nutzen für unsere Dings. Wir müssen mal kurz checken, was wir noch brauchen. Wir brauchen noch die 2 Telefone. Warum laufe ich eigentlich mit der Sacke rum? Wir holen auf jeden Fall noch diese Bürospinde. Die sehen ganz cool aus. Und geben, glaube ich, auch Zufriedenheit. Dann holen wir noch die 2 Telefone, die wir haben, und noch 2 neue Telefone. Wie gesagt, holen noch so ein Laufband und dann haben wir eigentlich erstmal alles, was wir fürs Büro so brauchen. War dann ja auch teuer genug, ne? Dann können wir uns weiter um die Inneneinrichtung von dem Laden kümmern. So, ich hoffe, dass wir jetzt noch 3 Kundendienstler eingestellt kriegen, weil wir haben doch... An sich haben wir doch... Ich möchte 3 mit Reinigung. Ich möchte 6 Kandidaten mit Kundendienst. Okay, die haben wir angefragt. Das heißt, da müssten noch 3 kommen. Da haben wir jetzt gesagt, die 2 Telefone noch, ne? Also noch. Ne, die Spinde, die 2 Telefone, die wir schon geholt haben, und noch 2 neue Telefone, okay. Ist ja überschaubar. Können wir allerdings, wenn wir jetzt eh gerade hier oben sind, hier in der Nähe ist auch dieser Laden, wo man diese Laden-Security-Sachen kriegt. Da können wir da direkt mit hin. Also. Ach, einen Mülleimer nehmen wir auch noch mit. So, was haben wir gesagt? 2 Telefone. Nee, nicht ein Computer. Ein Telefon. Und hier so ein Büroschließfächer. So, dann haben wir das erstmal beisammen. Dann haben wir hier noch unsere 2 Telefone, die wir haben. Hier ist halt, in New York muss man auch sagen, scheint eine der friedlichsten Städte der Welt zu sein. Weil wir können hier einfach unsere Dinge stehen lassen, wie wir wollen. Da ist unser 4. Kundendienstler. Wird auch trainiert, perfekt. Da ist unser 4. Wir können hier einfach alles stehen lassen und es wird nichts geklaut. Das wollte ich ausführen. So, hier oben ist doch irgendwo... Ne, das ist der Großhandel. Den. Da gibt es nämlich diese
Ausgangssperren und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was ich meine, nicht Ausgangssperren, sondern hier diese Pieper, diese Sicherheitsautomaten. Da ist noch ein Kundendienst da, Nummer 5. Weil im Supermarkt, denke ich, macht das schon Sinn. In der ersten Versuch, den wir hatten mit dem Blumenladen und dem Elektronikladen, da haben wir das ja beides nicht gehabt. Im Elektronikladen hätte es wahrscheinlich auch durchaus Sinn gemacht. Aber hier im Supermarkt machen wir das auf jeden Fall. Da werden wir auch, denke ich, ein, zwei Sicherheitskameras mitnehmen direkt. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist, glaube ich, neben diesem Laden, wo wir jetzt fahren, auch direkt eine Werkstatt. Das heißt, wir können direkt auch kurz das Auto reparieren lassen. Ah, Mist. Stark, einmal um den Pudding gefahren. Okay, gucken wir mal. Die müssen wir auf jeden Fall noch deutlich. Der noch ein bisschen. Ja, die müssen alle noch. Da werden wir sicherlich noch 2, 3, 4, 5, 6 Ingame-Tage verbringen. Ich denke mal fast eine ganze Woche noch, bis wir überhaupt ansatzweise darüber nachdenken können, den Laden zu öffnen. Alle, wie gesagt. Mag auch sicherlich nicht jedermanns, nicht jeder Frau Sache sein. Man kann natürlich auch mit schlecht ausgebildetem Personal direkt aufmachen, das ist gar keine Frage. Aber ob das dann so sinnvoll ist, ist halt immer die Frage. So, hier brauchen wir eigentlich... Ja, wir nehmen so einen Sicherheitspersonalspind mit, dann brauchen wir die Dinger auf jeden Fall. Ein Sicherheitszeichen brauchen wir. Und dann nehmen wir gleich noch so eine Sicherheitskamera mit. Reinigungsstation können wir auch direkt hier holen. Wenn es die hier eh schon gerade gibt. So, und dann noch eine Kamera. Wie gesagt, den Rest für den Supermarkt, den können wir ja bei den anderen Läden holen. Das gibt's ja da alles. Wir hätten noch 2 Plätze frei, wo wir eh gerade hier sind. Gibt es hier noch irgendwas, was wir auf jeden Fall bräuchten? Die Regale, klar, die brauchen wir später. Aber irgendwas, was es speziell nur hier gibt? Das wäre halt die Frage. Nee, eigentlich, was es speziell nur hier gibt. Hier gibt es diesen ganzen Kram für den Club und so. Das, wie gesagt, das brauchen wir. Dann nehmen wir einfach hier so 2 Lagerregale mit. Dann haben wir die auch schon mal. Das Büro da. So, Auto ist jetzt wieder frisch repariert. Wir versuchen jetzt wirklich mal ein bisschen pfleglicher umzugehen, weil das geht auf Dauer echt ins Geld. Also wir probieren jetzt mal pro Folge maximal. Nee, wobei sowas nehmen wir uns gar nicht vor. Wir probieren einfach generell pfleglicher mit dem Auto umzugehen, dass es nicht dauernd Schrott geht. So, was wir ja auch noch brauchen. Hoffentlich sind die noch erreichbar. Schade. Wir brauchen ja auch noch Auslieferungsfahrer, die habe ich ganz vergessen. Thank you.
glaube, wir werden auch so ein kleines, das überlege ich mir gerade. Weil ich habe festgestellt, es gibt, klar, es gibt so ein paar Einrichtungsgegenstände, die sind halt essentiell für so einen Supermarkt jetzt in dem Fall zum Beispiel. Und dann kann man aber auch darüber hinaus ergänzend halt noch Dinge einsetzen. Deswegen überlege ich, ob wir zum Beispiel, eigentlich bräuchten wir nur diese Tiefkühltruhen für Eiscreme, die Kühlschränke für frische Lebensmittel und halt Getränkekühlschränke. Und ich überlege aber, ob wir so einen frischen Bereich machen. Das ist eigentlich ja nur in dem Obst- und Gemüseladen. Aber eigentlich können wir das ja auch in unserem Supermarkt anbieten, ne? Ich meine, im Supermarkt gibt es ja auch, kennt ihr ja alle, auch eine frische Obst- und Gemüseabteilung. Alle gehen nach Supermarkt, die sind natürlich mehr oder weniger frisch. Aber das könnten wir ja auch machen. So, was brauchen wir hier? Die Telefone brauchen wir, klar. Ich glaube, das war's fürs Büro fast, ne? Das ist für den... Das ist alles... Ach, der Papierkorb. Ja, der ist noch fürs Büro. Gut, dann haben wir das Büro erstmal mehr oder weniger eingerichtet. Da können dann nachher unsere ersten Mitarbeiter arbeiten. Nachher, wie gesagt, werden wir hier noch mehr und mehr. Wir brauchen dann zum Beispiel, wenn wir verschiedene Läden haben, brauchen wir auch noch mehr und mehr Einkäufer vor allen Dingen. Also da wird noch einiges kommen. So, wo war unser Laden nochmal? Wir bringen mal eben die Sachen noch ins Lager, würde ich sagen. Also in den Laden, nicht ins Lager. Es ist einfach schon 22:30 in Game. Wo ist der Tag geblieben? So um 22:30 nachts wird die Stadt New York schon schlafen. So, das machen wir mal hier hinten in der Ecke. Ich bin gleich weg, keine Sorge. Reinigungsstation setzen wir auch erstmal hier hin. Sicherheitskamera, die machen wir mal hier. Oh, wobei. Da brauchen wir scheinbar recht viele von. Regalen bin ich mir immer unsicher, wie man die am geschicktesten stellt. Hallo? Das macht ja gar keinen Sinn. Werden wir ja schon ein, zwei Regale brauchen. Ich möchte in das Auto einsteigen. Danke. So, wir haben Glück gehabt. Die Stadt New York hat uns keinen Strafzettel hier gegeben, obwohl wir
den ganzen Verkehr aufgehalten haben. Und wir gehen schlafen. Stehen wieder um 7:30 auf. Snacken mal eine Kleinigkeit. Und dann. Jetzt fahren wir zu hier AJ Patterson. Jetzt kümmern wir uns um den Laden, den restlichen, was wir da brauchen. Alle Kassen haben wir schon. Wir brauchen halt diese Absperrdinger auf jeden Fall. Das ist perfekt, direkt eine Riesenlücke vom Laden, weil so muss das. Diese Kühlschränke und so, die kriegen wir da unten bei Square Alliance. Achso, wir reden mal kurz hier mit den Homeboys, dann haben wir mal nicht den Kontakt. So, also hier diese Dinger brauchen wir, die gibt's hier. Nehmen wir mal direkt 8 Stück mit, weil da werden wir ordentlich mitarbeiten müssen. Die kosten zum Glück auch nicht viel, die kosten glaube ich $100 pro Stück. Okay, das haben wir. Die lassen wir erstmal bei 8 Stück bleiben. Vielleicht brauchen wir später nochmal welche. Wir checken mal hier kurz. Registrierkasse brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann nehmen wir direkt mal hier noch so 2 Regale mit. Und wir nehmen. Ne, die Palettenregale, das mit dem Lager, das machen wir später. Wir werden, denke ich, auf jeden Fall auch noch einen Kredit aufnehmen müssen. Wobei wir die meisten Sachen tatsächlich mittlerweile haben. Und wir haben noch gute $30.000. Es geht eigentlich. So, das haben wir alles. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das hier ist für Friseur und so weiter. Reinigungsstation haben wir. Mülleimer brauchen wir in dem Bums nicht. Aber wir sollten noch einen Wasserspender mitnehmen. Ah, das gibt es wieder bei Ikea. Okay, dann haben wir es erstmal hier. Dann fahren wir weiter zu diesem... Ich würde sagen, wir fahren erst hier runter zu diesem Ikaboga. Weil das ist direkt um die Ecke. Oh, stark. Und kaufen da, was brauchen wir denn da? Wasserspender noch fürs Personal. Auch wieder eine Kaffeemaschine fürs Personal. Und Dings. Ein Lautsprecher und so weiter. Weil da gucken wir diesmal, es gibt ja auch, glaube ich, so Lautsprecher, die so oben... Alter, ist hier voll. Ist ja kaum noch ein Parkplatz. Was haben wir jetzt gesagt? Wasserspender. Kaffeemaschine. Das machen wir fürs Personal. Dann brauchen wir noch einen Wasserspender fürs Personal. Den gibt es hier. Ach, ein Laufband wollten wir fürs Büro mitnehmen. Wo wir gerade eh hier sind. Alter, das scheppert aber auch direkt rein. Gibt es hier nicht auch so hängende Lautsprecher fürs Radio? Da gibt es so kleine stehende. Da gibt es halt die großen. Nee, scheinbar nicht. Dann nehmen wir. Ich meine, die kosten ja jetzt auch nicht so viel. Nehmen wir nochmal ein paar mit. Wo wir gerade eh sind, das nehmen wir fürs Büro nochmal mit. Zack. Wieder $7.000 weg. Aber dann läuft der Laden wenigstens. Wir haben jetzt mittlerweile auch wirklich, muss man sagen, fast alles beisammen. Ach, hier können wir auch mal kurz mit einem dieser Typen sprechen.
Weil hier kann man sich auch Sachen bestellen und dann liefern die das direkt vor Ort. Das macht halt für später auf jeden Fall Sinn. Haben wir jetzt die Kontakte? Ja. Das macht halt, wie gesagt, auf jeden Fall Sinn. Habe ich schon gesagt, dass das Sinn macht? Oh, kriegen da nicht alles mit. Okay, dann auf zum Supermarkt wieder. Und ich würde aber auch sagen, meine lieben Freundinnen und Freunde, mit Blick auf die Uhr ist es schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ich habe mir vorgenommen, weil die Folgen kürzer zu machen. Klar, YouTube-Algorithmus, dies und das. Aber was willst du hier in eine Viertelstunden-Folge hochladen? So, da passiert ja gar nichts dann. Aber ich habe mir gesagt, so eine maximale halbe Stunde, weil länger, glaube ich, keiner wirklich so. Also, ich sag mal, die Leute, die hier diese Videos gucken, sind recht wenige, ich weiß. Aber das sind ja jetzt auch nicht so die typischen 10-Minuten-Videogucker. Deswegen passt das schon so halbwegs. Aber wie gesagt, länger als eine halbe Stunde muss ja jetzt auch nicht sein. In diesem Sinne würde ich dann sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt gerne weiter mit dabei. Ich denke mal, so in spätestens 2 Folgen sollten wir den Laden zum ersten Mal aufmachen. Dann schauen wir mal, wie es alles so läuft. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.